So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Und zwar, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, ändert sich auf meinem Kanal aktuell so einiges. Das war scheiße. 3, 2, 1. So, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo. Und zwar ändert sich an meinem Kanal jetzt in Zukunft auch noch aktuell einiges. Ich meine, wie ihr bemerkt habt, hat sich jetzt mein Kanalbild geändert. Halt habe ich jetzt eine andere Schrift genommen. Das ist das hier. Und meinen Kanalbanner habe ich heute auch noch wieder geändert. Ich hatte diesen alten drin mit dem 918, wo das so am Tag hell war. Jetzt habe ich hier einen neuen drin. Finde ich ein richtig geiles Bild. Und da steht auch jeden Tag 18 Uhr. Was soll denn der Scheiß? Richtig. Denn jetzt als quasi erste Änderung, die Videos werden ab jetzt jeden Tag um 18 Uhr kommen und nicht mehr um 17 Uhr. Das habe ich ja, glaube ich, damals im August 2016 eingeführt. Das war, glaube ich, ungefähr so mit Elgato auch. Dass die Videos jeden Tag 17 kommen, aber jetzt kommen sie ab morgen, also ab dem 26. immer um 18 Uhr. Trotzdem kommt jeden Tag weiterhin ein Video. Aber der Uploadplan hat sich auch ein wenig geändert. Und zwar schauen wir mal. Gehen wir hier in die Kanalinfo. Ja, wenn er das macht, danke. So habe ich jetzt auch einen anderen Text hier reingeschrieben. Und hier ist auch der neue Uploadplan, den ich mal kurz vorlesen werde. Also Montag kommen wie gewohnt Drag Races, das ist nichts anderes. Dienstag eine Folge Let's Play. Dann Mittwoch zufälliges Video, was heißt denn das? Ja, da kann theoretisch alles kommen. Da kann halt was aus Forza kommen theoretisch, vielleicht ein neues Format oder alte Formate wieder aufgreifen. Vielleicht Car Battle zum Beispiel wäre eine Idee oder was anderes machen. Oder was auch geplant war, ich wollte ein Video von meinem Auto machen, von meinem Opel Corsa. Da wollte ich so eine Art Roomtour machen oder halt so Aufnahmesetup-mäßig was. Oder auch eine Art FAQ. Wollte ich halt mal machen. Oder halt irgendwas. Oder auch an sich irgendwelche anderen Spiele, die ich mal zocke, worauf ich Bock habe. Das ist völlig egal. Ist halt nur zufällig. Dann Donnerstag Drag Races. Freitag wieder Let's Play. Samstag kommt nochmal Drag Races. Ja, warum eigentlich? Und zwar die Drag Races, die machen mir beim Aufnehmen mega viel Spaß. Aktuell sogar am meisten. Und der Drag Races, die produziere ich halt auch immer sehr lange vor. Ich meine, selbst nach dieser Umstellung hier auf 3 Drag Races pro Woche, habe ich immer noch welche bis zum bis Ende Juli oder so, knapp also noch einen Monat ungefähr. Deswegen, ich mache da eigentlich so viel, ich nehme da so viel mit Drag Races auf, da kann ich auch ruhig mal 3 die Woche bringen. Und es interessieren ja euch sowieso scheinbar am meisten. Und auch wegen dem Let's Play, ich muss wirklich zugeben, es macht mir weniger Spaß, Let's Play-Folgen aufzunehmen als andere Folgen, wie jetzt Forza Ton oder Drag Races oder was anderes. Weil irgendwie ist Forza auch wirklich langsam ein bisschen ausgelutscht. Macht trotzdem Spaß, keine Frage, aber ich habe halt gedacht, komm, machst du halt nur noch, in Anführungszeichen, 2 Folgen pro Woche. Was ich auch noch sagen möchte, es ist jetzt keine Festlegung oder nichts Festes, aber es war von mir oder ist von mir vielleicht mal so ein Gedanke gewesen, das Let's Play bei Folge 150 zu beenden. Ja, ich meine, das ist nicht mehr lange hin, so gesehen. Aber ich habe irgendwie nicht so übertrieben Lust, das jetzt noch Ewigkeit weiter zu werden, bis zu, weiß ich, 170 oder 200. Das schaffen wir eh nicht mehr. Wenn wir das jetzt so machen, 2 Folgen pro Woche, dann haben wir ja noch ungefähr 2 Monate. Das heißt, dann zwischen Ende der Forza Horizon 3 Singleplayer Let's Plays mit dem Forza 7 LP ist dann ungefähr einen Monat. Werde ich überbrücken können oder was anderes machen, halt andere Spiele. Aber es ist angedacht. Es kann natürlich noch weitergehen, keine Frage. Aber wenn es so sein sollte, dass es fest ist, dann sage ich euch Bescheid. Achso, übrigens, es wird nur das Let's Play quasi weniger, nichts anderes. Es betrifft nur das Let's Play-Format, keine anderen. Und dann natürlich Sonntag wie gewohnt Forza-Ton. Und warum habe ich den Slot Mittwoch gewählt? Wegen zufälliges Video. Weil er könnte kommen, zum Beispiel, wenn er ein Forza-Ton ist, der Forza-Ton, wenn er ein Dienstag war, oder ein Car-Pack. Deswegen ist das Mittwoch auch. Weiter kommt irgendwas, ist halt egal. Und wer den Uploadplan nicht im Kopf hat, ich meine, so wie ich, hat er natürlich im Kopf, der ist jetzt auch in jeder Kanalbeschreibung, also hier in der Kanalinfo meine ich natürlich, und auch in jeder Videobeschreibung, auch schon in dem für morgen, in dem Drag Race. Ich habe, glaube ich, schon Drag Races bis Folge 71 hochgeladen. Die sind alle schon fertig, Thumbnails alle hochgeladen, die auf meinem Kanal halt auch noch nicht freigegeben. Und da habe ich heute bei allen noch die Beschreibung geändert. Das heißt, ich habe quasi diesen Text, der mehr oder weniger reinkopiert. Dann halt noch die Sachen wegen dem Intro, die ich da reinmachen muss. Und halt auch, und dann noch hier der Uploadplan. Der wird ab morgen unter jedem Video in der Beschreibung drin sein.
falls ihr das mal wissen möchtet, will ich nur mal sagen. Und die auch steht auch gültig ab 26.06.2017, also ab morgen. Aber die neuen Videos oder die neuen, ja, Videos haben zumindest die neue Kanalbeschreibung, aber noch nicht das Intro. Weil ich habe jetzt nicht die Mühe gemacht, die Drag Races quasi nochmal fertig, also noch das Intro vorzuschneiden und wieder hochzuladen. Das ist eigentlich Quatsch. Ich mache das nicht noch 10 Mal nochmal. Weil es ist natürlich das gleiche Video im Endeffekt, halt nur mit dem Intro vor, aber das mache ich jetzt nicht nochmal extra. Nochmal extra das Intro vorschneiden, nochmal hochladen, das ist, könnte ich auch machen, kein Problem, aber das ist irgendwie, das macht keinen Sinn für mich. Naja. Und was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe die Playlists geändert. Und zwar haben wir hier noch die Playlists. Da habe ich ja hier so ein paar. Halt auch unter anderem welche hier in Forza. Hier zum Beispiel Forzaton, Autocross. Und hier stehen auch überall bei den ganzen Alter aktualisiert. Denn ich habe die heute alle geändert. Weil zum Beispiel in der Playlist für das Format Warum ist das Singleplayer? Da waren Videos drin, die nicht reingehen. Und da war. Da waren Forzaton-Videos drin oder irgendwie andere Sachen oder Carbattle. Da habe ich einfach alles wieder rausgenommen. Ich habe den Filter geändert. Also wann das hinzugefügt wird. Also sind hier wirklich alle Singleplayer-Folgen drin. Habe ich die Playlist Hot Wheels neu erstellt, weil es sie noch nicht gab. Habe ich gemacht. Dann habe ich die Multiplayer, Carpetal, Autocross. Habe ich alles richtig gemacht. Damit das auch alles seine Ordnung hat. Denn ich glaube, das ist auch für einige ziemlich wichtig. Ich denke, es gibt vielleicht schon den einen oder anderen, der sich immer so eine Playlist anguckt. Und wenn er was sehen will von sich vom Singleplayer hier, der will eigentlich nichts sehen vom Forza dann. Das ist eigentlich ziemlich egal. Deswegen ist das wieder auch alles berichtigt. Und woran ich auch noch nachgedacht habe, ich gehe mal wieder auf meine tollen Videos. Und zwar habe ich auch mal nachgedacht, meinen Stil für die Thumbnails zu ändern. Weil die sind an sich ja in Ordnung, sag ich mal. Ist nicht besonders kreatives oder cooles oder aufwendiges, aber ich finde, die gehen an sich in Ordnung. Aber ich habe mir mal überlegt, die nochmal ein wenig zu überarbeiten. Also jetzt nicht die ganzen alten nochmal, das mache ich jetzt nicht, das ist einfach auch viel zu aufwendig. Ich weiß noch nicht, ab wann ich das mache. Also jetzt nicht ab morgen, das auf keinen Fall. Und ich würde sagen, das mache ich spätestens, wenn Forza Motorsport 7 rauskommt. Dass ich da einen leicht anderen Stil verwende. Wie ich das genau machen werde, weiß ich jetzt allerdings noch nicht. Das kann ich euch noch nicht sagen. Aber halt ein bisschen anders, ein bisschen professioneller, ein bisschen anders halt. Das wird sich aber noch entwickeln, aber der Rest ist erstmal soweit final. Also Kanalbild ist final, Intro ist eigentlich auch final. Ich habe halt auch versucht, was anderes mal zu probieren, aber das hat mir persönlich nicht gefallen. Deswegen bleibt das quasi alte Intro, und zwar hier, das hier. Das wird erstmal eine Zeit lang bleiben. Wie lange, mal gucken. Ich möchte auf jeden Fall zum Release von Forza 7 ein neues Intro erstellen, halt aus Forza 7, wo es ja auch Porsche geben wird. Ja, das waren soweit die Änderungen. Aber halt nicht vergessen, 18 Uhr, nicht 17 Uhr. Wird für mich auch eine Umgewöhnung sein, aber ich finde es einfach persönlich besser. Und ich habe auch schon mal an die Zukunft vorausgedacht, sag ich mal. Denn ich bin ja ab 1. September in meiner Ausbildung. Und da bin ich jeden Tag so etwa 17 Uhr zu Hause. Denn was ich erst noch essen, vielleicht noch duschen, irgendwas anderes machen. Und dann habe ich es vielleicht mal so ab 18 Uhr oder, ja, so zwischen 17.30 Uhr und 18 Uhr Freizeit. Und dann ist es besser, wenn das Video 18 Uhr kommt und nicht schon 17 Uhr. Und ich finde es an sich jetzt irgendwie besser. Mal eine andere Zeit zu nehmen. Vielleicht nicht ganz so langweilig. Das ist halt ab jetzt wieder langweilig. Naja, ich will es nochmal kurz euch sagen. Was diese Woche Mittwoch kommt, als zufälliges Video, das sollte eigentlich die Roomtour sein, die ich noch aufnehmen möchte. Also eine Mischung aus Roomtour, Aufnahmesetup etc. Aber mal schauen. Dann danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich dann morgen beim Drag Race wieder. Und zwar wird das sein, man sieht es hier schon, 61, Porsche 911 Turbo S gegen Nissan GT-R 2017. Dann würde ich sagen, haut rein und tschüss!